Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder um all meine angefangenen Buchreihen gehen. Ja, jetzt habe ich hier gerade irgendwie meine Haare gemacht und voll vergessen, dass die Kamera schon läuft. Oh Gott, deswegen bin ich gerade voll verwirrt, weil ich so gesehen habe, die Zeit läuft. Und hä, hast du die schon angeschaltet? Oh Gott, total fail. Egal. Ja, jetzt soll es wieder meine angefangenen Buchreihen gehen und die große Enthüllung, wie viele es sind. Nämlich 77 Stück hatten wir schon im letzten Teil dieser Videoreihe. Falls ihr den nicht gesehen habt, ich verlinke ihn euch hier oben irgendwie, dann könnt ihr da vorbeischauen. Was wollte ich sagen? Deswegen starten wir diesmal auch gleich direkt los durch. Oh Gott, Hilfe! Und ich zeige euch wieder einen Teil meiner angefangenen Buchreihen. Ich denke mal wieder so 20 Stück und dann kommt nur noch ein weiteres Video und dann sind wir dann auch durch. Es sind ja auch echt genug. Wie beim letzten Mal gilt, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Büchern. Ihr findet sie alle unten in der Infobox, falls ihr sie noch nicht kennt. Und dann legen wir jetzt aber auch wirklich los. Ich habe angefangen, die Talreihe von Christina Kuhn. Wie weit bin ich da? Jetzt muss ich echt mal überlegen. Ich glaube, ich bin bis Band 4 gekommen. Das sind ja 2 Staffeln und jede Staffel hat, ich glaube, 2 Staffeln mit je 4 Büchern. Kommt das hin? Ich glaube schon. Auf jeden Fall irgendwie so. Und ja, da geht es halt um so ein College, irgendwo ganz abgelegen in einem Tal im Wald und da passieren halt mysteriöse Dinge und wir haben immer so die gleiche Personengruppe, aber der Protagonist wechselt halt. Ich finde die Bücher gut, weil sie sind spannend, sie sind aber auch sehr schnell zu lesen, weil sie sind dünn und vom Stil her auch einfach super schnell zu lesen. Also meistens brauche ich maximal 2 Tage für so ein Buch. Umso trauriger ist es natürlich, dass diese Reihe immer noch nicht beendet ist, weil ich habe sie vor 2 oder 3 Jahren angefangen. Also mittlerweile hätte ich schon fertig sein können. Aber es sind halt auch so Bücher, die ich mir gerne aufhebe, eben für stressige Zeiten, wenn ich halt mal nur so kleine Bücher schaffe und nicht so viel Lesezeit habe. Und von daher finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm. Bisher habe ich eigentlich immer so jedes Jahr mindestens ein Buch aus der Reihe gelesen, seit ich es angefangen habe. Und von daher, das nächste steht hier auch schon bereit. Und ja, mal schauen, wann ich das demnächst in Angriff nehme. Dann habe ich hier Wenn du vergisst von Heidrun Wagner und Miri Doro. Ist auch der erste Teil einer Trilogie. Ich fand den gut. Aber, also ich fand auch die Gestaltung vor allem sehr cool. Also es ist ja massenweise illustriert und verziert und was weiß ich nicht alles. Mit Zeichnungen, was halt im Zusammenhang mit der Geschichte steht. Aber ich konnte diesen Hype nicht wirklich nachvollziehen. Vor allem, weil ich das Ende total vorhersehbar war. Und dieses große Geheimnis fand ich auch total vorhersehbar. Und das hat mir so ein bisschen die Spannung genommen. Davon abgesehen war es aber auf jeden Fall cool gemacht und ich werde auch weiterlesen. Aber es hat mich jetzt nicht so sehr gereizt, dass ich da direkt den zweiten Band irgendwie hätte hinterher schieben wollen. Ebenfalls eine Reihe sehr dünner Büchlein ist Raum 213. Und da fehlt mir tatsächlich nur noch der letzte Band, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken. Ja, doch. Nur noch der letzte Band, der ungelesen ist. Das sind 4 Stück. Die ersten 3 habe ich gelesen. Das sind, wie gesagt, auch sehr dünn. Lass nicht an einem Nachmittag lesen. Die haben nur so 200, maximal 300 Seiten. Ne, 200. Die sind sogar nur 170. Also immer so um die 200 Seiten. Und da geht es halt um eine Schule, die halt einen Klassenraum hat, der leer steht und in dem gruselige Dinge passieren. Und niemand traut sich eigentlich, diesen Raum zu betreten. Aber natürlich ist es dann in jedem Buch der Fall, dass irgendwie jemand diesen Raum, warum auch immer, betritt. Und dann passieren halt irgendwelche schrecklichen Dinge. Ich fand den ersten richtig genial. Teil 2 und 3 waren nicht mehr ganz so spannend, weil diese Faszination um diesen Raum, finde ich, irgendwie nachlässt beim Lesen. Aber ja, jetzt habe ich nur noch Teil 4, den werde ich auch auf jeden Fall lesen. Aber ich hatte halt nach Teil 3 auch nicht direkt Lust, Teil 4 hinterherzuschieben, weil ich finde, das sind so Sachen, dass die Bände sich ähneln. Es sind immer andere Protagonisten, andere Geschichten, aber so vom Grundton ähnelt sich das sehr. Da muss ich dann auch erstmal wieder Lust drauf haben. Also ich kann das dann nicht so in einem Rutsch durchlesen, weil dann ist es mir zu ähnlich und ist langweilig und von daher lasse ich da dann gerne mal so ein bisschen Zeit vergehen. Dann eine angefangene Trilogie ist In Caseron. Ja, Teil 2 liegt ja auch schon ewig. Ich war so begeistert von den Caseron, dass ich Teil 2 eigentlich direkt hinterher schieben wollte und irgendwie hat das damals nicht geklappt. Und seitdem ist Teil 2 immer noch ungelesen. Das muss ich dieses Jahr auch unbedingt mal schaffen, den zu lesen. Hier geht es um ein Gefängnis der ganz besonderen Art. Und dieses Gefängnis ist lebendig. Es passieren auch sehr gruselige Dinge in diesem Gefängnis. Und es hat sich so eine Gesellschaft gebildet. Also die Leute sitzen nicht in Zellen, wie man das aus einem normalen Gefängnis kennt, sondern laufen da praktisch frei rum und kümmern sich selbst um ihr eigenes Überleben, sage ich mal. Und Finn, unsere Protagonistin, sitzt halt in diesem Gefängnis und es geht aber auch um Claudia, die außerhalb des Gefängnisses sitzt und es schafft auf eine ja, ganz besondere Art und Weise Kontakt mit Finn aufzunehmen und ihm bei der Flucht verhelfen möchte. Ich fand Teil 1 richtig cool, auch dieses Geheimnis um das Gefängnis, was dann am Ende enthüllt wurde, fand ich sehr spannend und interessant gemacht.
Und ja, wie gesagt, ich wollte Teil 2 damals direkt hinterher schieben. Und dann hat das irgendwie nicht geklappt. Und dann hat diese Faszination irgendwie nachgelassen. Und seitdem liegt es jetzt ungelesen hier. Aber ich muss es echt mal machen und lesen, weil es ist jetzt schon so lange. Also es wird echt Zeit. Außerdem angefangen ist Soul Screamers. Dazu habe ich gerade auch in mehreren Videos erst was erzählt. Von daher fasse ich mich hier kurz. Hier geht es um Banshees im Prinzip, um eine Protagonistin, die halt vorhersagen kann, wer stirbt, weil sie diese Menschen vorher so sieht. Und ja, alles Weitere erfahrt ihr, wenn ihr das Buch lest. Ich weiß auch gerade echt nicht mehr genau, wie viel ich da erzählen kann. Das ist manchmal so, wenn man es schon gelesen hat, dann weiß man ja viel mehr. Und dann fällt es mir manchmal schwer zu unterscheiden, was kann ich jetzt erzählen und was erfährt man erst im Laufe der Geschichte. Auf jeden Fall habe ich Band 2 diesen Monat auf meiner Liste. Das Problem ist ja, dass diese Reihe nicht komplett übersetzt wurde. Es gibt im Deutschen 4 oder 5 und in Wirklichkeit sind es aber 10 oder so im Englischen. Das ist dann auch so eine Reihe, die ich auf Englisch weiterlesen möchte. Ja, aber soweit muss ich ja erstmal kommen, weil wie gesagt, ich bin jetzt erst bei Band 2. Von der nächsten Trilogie, oh, ich habe hier überall Haare heute im Mund. Von der nächsten Trilogie muss ich nur noch den dritten Band lesen. Das ist zwar Die Überlebenden von Alexandra Bracken. Der dritte Teil heißt Blut und Feuer oder so. Ich glaube, der dritte heißt irgendwie Blut und Feuer oder irgendwie so. Das ist auch so eine Geschichte, die in der Zukunft spielt, wo viele Menschen von einem Virus dahingerafft wurden und die Jugendlichen, die überlebt haben, sind danach mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet und werden in so bestimmte Lager gesteckt. Und Ruby, unsere Protagonistin, hat halt eine sehr gefürchtete Gabe und sie flieht mit ein paar anderen zusammen. Und dadurch entwickelt sich eine sehr spannende Geschichte. Band 1 hat mich damals wirklich regelrecht umgehauen. Band 2 gefällt mir auch gut, gefiel mir auch gut, war deutlich anders als Band 1, aber immer noch gut. Und ich bin auch schon gespannt, wie diese Geschichte endet. Aber zwischen Teil 1 und 2 war irgendwie auch schon so viel Zeit. Ich weiß auch nicht, das ist bei dieser Reihe einfach auch so. Also ich habe den zweiten gelesen im Sommer oder so letztes Jahr. Es wird jetzt echt Zeit weiterzulesen, aber ich habe den dritten auch noch nicht hier. Also müsste ich erstmal gucken, dass ich mir den demnächst zulege. Und das ist aber auch so eine Reihe, wo ich nicht will, dass sie zu Ende geht. Auch bei der nächsten Reihe ist nur noch der letzte Band ungelesen. Und zwar ist es Schnee wie Asche von Sarah Rush. Der zweite heißt, glaube ich, Frost wie Feuer oder so. Och, ich weiß es schon nicht mehr. Steht das hier drin? Nein, aber auf jeden Fall ist es der erste Band einer Trilogie. Und den dritten habe ich, wie gesagt, noch nicht gelesen. Habe ich aber noch nicht hier, aber er ist schon erschienen. Fantasy-Geschichte. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was in Band 1 und was in Band 2 passiert ist. Es geht auf jeden Fall um Mayra, die im Exil lebt und täglich dafür trainiert, ihren besten Freund Mether zu beschützen, weil er der zukünftige König ist. Und in die Welt, in der sie lebt, in der gab es irgendwie Magie, die ist aber verschwunden. Und dann hört sie irgendwie Gerüchte um ein Medaillon, was diese Magie irgendwie wiederbringen könnte, und beschließt halt, auf eigene Faust danach zu suchen. Und ja, wahnsinnig spannend. Ich fand auch die Weltgestaltung richtig, richtig gut. Teil 2 war auch gut, hat mir aber, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen wie der erste Band. Und ja, Teil 3, als der erschienen ist, hatte ich auf die Geschichte gerade nicht so sehr Lust. Von daher habe ich ihn mir nicht direkt gekauft. Aber so mittlerweile denke ich mir, könnte ich diese Trilogie jetzt auch mal beenden. Mittlerweile ist halt auch diese Lust auf diese Geschichte wiedergekommen. Und ja, mal schauen, wenn ich das in Angriff nehme. Dann habe ich angefangen, These Broken Stars. Da habe ich auch Band 1 und Band 2 schon gelesen. Ich denke mal, zum Inhalt brauche ich nichts mehr sagen. Band 3 ist noch ungelesen. Ich habe Band 2 aber auch erst irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2017 gelesen, also ist noch gar nicht so lange her. Teil 3, und ich sage, das ist eigentlich traurig, aber das ist der Grund, warum ich ihn mir noch nicht gekauft habe. Ich finde das Cover so hässlich, ne? Ich kann es nicht anders sagen. Teil 2 finde ich schön, aber Teil 3, ich finde das Cover einfach nur abgrundtief hässlich. Und irgendwie habe ich es mir deswegen noch nicht gekauft, was total dämlich ist, weil es geht ja um den Inhalt. Aber jedes Mal stehe ich so davor und denke mir so, nee, das ist so, es ist einfach nicht hübsch. Also es ist total dämlich, ich sag's ja selbst. Ich werde ihn mir auch kaufen und diese Trilogie natürlich zu Ende lesen. Aber irgendwie ist das so ein Abschreckungsfaktor bei mir, dass dieses Cover so schrecklich aussieht. Auch zum nächsten brauche ich nicht viel sagen. Es ist echt eine Schande, dass ich es noch nicht gelesen habe, beendet habe. Aber im Moment, muss ich gestehen, habe ich auf diese Geschichte auch gar nicht so sehr Lust. Es ist Die Auserwählten im Labyrinth. Ich habe diese Schuba-Ausgabe, von daher sieht das Cover jetzt recht langweilig aus, aber da steht's. Ich habe Teil 1 und Teil 2 gelesen dieser Trilogie und Teil 3 noch nicht. Und wie gesagt, im Moment, auch wenn jetzt der Film rauskommt, habe ich ehrlich gesagt keine große Lust weiterzulesen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat mich diese Faszination für die Geschichte ein bisschen im Stich gelassen nach Band 2. Ich habe Lust, den Film zu gucken, aber ich habe ehrlich gesagt im Moment nicht so wirklich Lust, das Buch zu lesen. Ich weiß auch wirklich nicht, woran es liegt.
Ich weiß auch noch nicht, wie ich es mache, ob ich vielleicht das Buch gar nicht lese und nur den Film gucke. Ich weiß es echt noch nicht. Also im Moment, es kann natürlich auch nur so eine Phase sein, dass diese Lust wiederkommt. Vielleicht sollte ich mir die ersten beiden Filme nochmal angucken. Vielleicht hilft doch was. Aber zurzeit, ich weiß auch nicht. Ist nicht so wirklich die Lust auf die Geschichte da. Mal schauen, ob sich das noch ändert. Das nächste ist dann wieder eine Reihe, wo Teil 2 noch gar nicht erschienen ist. Und zwar Auf immer gejagt von Aaron Samuel. Auf immer gefangen ist der zweite Teil. Der erscheint jetzt im Juni oder so. Auf jeden Fall jetzt irgendwann in der ersten Jahreshälfte. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, weil ich fand Teil 1 echt genial. Das ist ja diese Geschichte um Tessa, deren Vater ermordet wurde und angeblich laut des Königs, dessen Kopfgeldjäger er war, durch ihren besten Freund Cohen. Und Tessa hat eine besondere Gabe, die halt sagt, ob etwas wahr ist oder falsch. Und von daher weiß sie, dass Cohen schuldig ist. Gleichzeitig kann sie es aber auch nicht glauben, weil sie ihn ja schon ihr Leben lang kennt. Und sie macht sich halt auf die Suche nach ihm im Auftrag des Königs. Ich fand die Geschichte wahnsinnig gut. Sie hat mich sogar zu Tränen gerührt. Was ich fies fand, war das Ende, weil es sehr viel Drama für Band 2 impliziert. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Aber davon abgesehen war es wirklich total genial. Und ich freue mich auf Band 2. Dann habe ich einen Spin-off angefangen irgendwann im letzten Jahr. Und zwar Shadow Falls After Dark im Sternenlicht. Das ist das Spin-off zur Shadow Falls Camp-Reihe. Und hier geht es halt um Della, die im ersten, also in der eigentlichen Reihe, die Freundin der Protagonistin war. Es sind auch nur 3 Bände. Die ursprüngliche Reihe hatte ja, glaube ich, 5 oder 6, ich weiß es schon gar nicht mehr. Die habe ich auf jeden Fall komplett gelesen und hatte mich auch sehr auf dieses Spin-off gefreut, einfach darauf in diese Welt zurückzukehren. Und ja, habe bisher Band 1 von halt 3 gelesen. Ich habe da noch nicht weitergelesen, weil ich mir auch diese Bücher noch so ein bisschen aufheben möchte, weil nach diesen 3 Büchern ist ja dann wirklich Schluss. Und ich liebe die Welt, ich liebe dieses Camp. Da geht es auch um besondere Begabungen und Gestaltwandler und sowas. Alles im Rahmen dieses Shadow Falls Camp, wo die dann ja wohnen und halt lernen, mit dieser Gabe umzugehen. Und ich liebe solche Geschichten einfach mit solchen Schulen oder Internaten oder wie auch immer für Leute mit besonderen Begabungen und dann alles, was damit zusammenhängt. Und ja, ich möchte diese Welt nicht allzu bald verlassen, von daher hebe ich mir Teil 2 und 3 im Moment noch ein bisschen auf. Wobei ich schon Lust hätte, demnächst mal Teil 2 zu lesen. Aber ich denke, bis ich dann Teil 3 lese, wird wieder einiges an Zeit vergehen. Einfach, ja, damit mir diese Welt noch eine Weile erhalten bleibt. Der nächsten Reihe ist gerade im Dezember erschienen und möchte ich jetzt im Januar auch noch lesen. Das ist nämlich The Amateurs. Wer zuletzt stirbt, ist Band 1 und der zweite heißt Band 30 Streiten. Und ja, ich hoffe, ich schaffe das auch diesen Monat, denn Teil 1 hat mich wirklich umgehauen. Hier geht es um Aaron, genau, deren Schwester ermordet wurde vor einigen Jahren. Und jetzt wurde der Fall zu den Akten gelegt, ohne dass der Mörder gefunden wurde. Und Aaron macht sich mit einer Gruppe von Jugendlichen dann selbst auf die Suche nach dem Mörder und kommt dem dabei auch sehr, sehr nah. Was dann im Einzelnen passiert, lest es selbst. Ich fand es total genial. Ich habe jetzt gehört, dass die Amateurs für viele mit die schwächste Reihe der Autorin sein soll. Ich finde das Buch, also den ersten zumindest, erstmal fand ich total genial. Deswegen frage ich mich jetzt, wie sind die anderen Bücher von ihr, wenn das die schwächste Reihe sein soll? Mal schauen. Ich habe The Perfectionists auch noch von ihr hier ungelesen. Schauen wir mal, was mich da noch erwartet. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf den zweiten Band dieser Reihe. Dann habe ich hier angefangen, Stormheart, die Rebellin ist der erste Band von Cora Carmack. Teil 2 ist, glaube ich, noch nicht erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Der erscheint jetzt im Frühling. Oder ist er jetzt gerade? Ich weiß es echt nicht. Oder kann auch sein, dass er jetzt gerade im Februar jetzt erscheint. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, noch nicht draußen. Oder wenn, dann jetzt gerade frisch. Von daher hinke ich da auch noch nicht wirklich hinterher. Stormheart habe ich letztes Jahr gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Hier geht es ja um Stürme, die eine besondere Magie haben. Und es geht um, ja, Sturmjäger und eine Prinzessin, eine Thronerbin, die eigentlich die Fähigkeit haben sollte, ihr Volk vor diesen Stürmen zu schützen. Diese Fähigkeit hat sie aber gar nicht, weshalb sie dann auch letztendlich mit den Sturmjägern flieht. Und ich fand die Geschichte wahnsinnig cool, besonders halt diesen Aspekt mit der Sturmmagie fand ich sehr, sehr interessant, weil es mal was anderes war. Davon abgesehen, ja, hat die Geschichte Aspekte, die man auch aus anderen Büchern kennt, das fand ich aber jetzt nicht so schlimm. Und von daher bin ich auch sehr, sehr neugierig, wie es weitergeht. Und ja, das nächste ist wieder eins, wo ich glaube ich nicht so viel zu sagen muss, das ist nämlich Nevernight von Jay Kristoff. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und es hat mich mega umgehauen beim Lesen. Es war total genial. Und auch da erscheint Band 2 erst noch und nehme ich jetzt, glaube ich, auch irgendwann im Frühling oder spätestens im Sommer. Und ja, auch darauf freue ich mich wie wahnsinnig. Auch bei der nächsten Reihe bin ich total up to date, denn die Bände, die bisher erschienen sind, habe ich schon gelesen. Und ja, jetzt warte ich auf den dritten. Und zwar ist es Karma Girl. Das ist Teil 1 der Big Time Reihe. Und hat Mama, den zweiten Teil habe ich, wie gesagt, gerade gelesen. Und von daher, ja, warte ich jetzt auf den dritten. Hier geht es um Superhelden und Superschurken. Und wir befinden uns immer in der gleichen Personengruppe,
die Protagonistin wechselt, aber im ersten Teil war es eine Reporterin, im zweiten keine Superheldin, die aber irgendwie mit Superhelden dann durch verschiedene Ereignisse in Kontakt kommt und im zweiten Teil ist die Protagonistin eine Superheldin und es gibt halt immer diesen Kampf zwischen Gut und Böse in diesen Geschichten. Mich haben diese ersten beiden Bände gut unterhalten, sie waren jetzt nicht der Mega-Hammer, ich finde auch Jennifer Estep kann besser schreiben als in dieser Reihe. Aber nichtsdestotrotz haben mir beide Bände gut gefallen und ich fiebere auf Band 3 hin. Bleiben bei Jennifer Estep, denn ihre Bücher stehen bei mir alle in einem Regalfach und sie ist eine der wenigen Autorinnen, von denen ich echt mehrere angefangene Buchreihen hier habe. Tatsächlich sind es 4 Stück, das ist schon heftig. Die nächste wäre Elemental Assassin, Spinnenkuss ist der erste. Das ist ja so eine eher erwachsenere Reihe. Hier geht es um eine Auftragskillerin, die aber auch magisch begabt ist, also es gibt auch Magie, es ist halt auch Fantasy. Und sie wird aber gezwungen, dann irgendwie mit einem FBI-Agenten oder einem Polizisten oder so zusammenzuarbeiten. Ist eine recht brutale Geschichte, also ist deutlich erwachsener als die anderen Bücher von Jennifer Estep, hat mir aber sehr gut gefallen. Auch hier gibt es mittlerweile viele Bände, 9 oder 10, ich habe keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Von daher, ja, sollte ich da eigentlich mal zusehen, dass ich da weiterlese. Aber dadurch, dass es halt so recht brutal zuging in dem ersten Band, sind das so Bücher, auf die ich nicht immer Lust habe. Also für sowas muss ich in Stimmung sein. Es gibt Bücher, so Fantasy, normale Fantasy, sage ich mal, Jugendbücher, wo ich halt sage, okay, das könnte ich immer lesen, aber wenn es so ein bisschen blutiger und brutaler ist, muss ich dafür in Stimmung sein, genauso wie bei Thrillern. Und von daher, ja, war da jetzt so die Stimmung noch nicht da, aber so im Gesamten freue ich mich schon aufs Weiterlesen und sobald ich diese Stimmung verspüre, werde ich da auch zum zweiten Band greifen. Dann habe ich von Jennifer Estep angefangen, Bitter Frost, das ist das Spin-off zur Mythos Academy, sprich zu Frost, Kuss und Co. Brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen, bisher ist nur Band 1 dieses Spin-offs erschienen und das habe ich schon gelesen und ich freue mich dann, wenn irgendwann im Laufe des Jahres hoffentlich Band 2 erscheint. Und das letzte von Jennifer Estep ist Blackblade, das ist der erste Band einer Trilogie, auch hier haben wir Fantasy, es geht um eine eine Diebin war sie, glaube ich, eigentlich. Genauso. Mit ihren magischen Talenten stiehlt sie halt den reichen Leuten etwas und verkauft das und sichert sich so ihr Lebensunterhalt. Doch dann durch einen dummen Zufall muss sie plötzlich Personenschützer spielen für den Sohn einer Familie, die sie sonst ausrauben würde. Und irgendjemand scheint es tatsächlich auf diesen Jungen abgesehen zu haben, was ihr diesen Job nicht gerade einfach macht. Fand ich sehr, sehr gut und auch da freue ich mich aufs Weiterlesen. Und ja, Jennifer Estep ist echt eine Autorin, die mich bisher eigentlich nicht enttäuscht hat. Zu den nächsten Büchern möchte ich gar nicht so viel sagen, weil ich die nächsten vier, alle erst im Januar gelesen habe und jetzt gerade mein Monatsrückblick online gegangen ist. Beziehungsweise ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber ich habe ihn gerade gedreht. Von daher, wenn euch diese Bücher näher interessieren, ich verlinke euch meinen Monatsrückblick und es gibt auch zu jedem dieser Bücher bereits eine Rezension. Das eine ist Beautiful Liars von Catherine McGlee. Pretty Little Liars trifft auf Gossip Girl. Ja, trifft auf jeden Fall zu, hat mir wahnsinnig gut gefallen, ist der erste Band. Teil 2 ist noch nicht erschienen, von daher bin ich auch hier up to date. Genauso aktuell bin ich bei der nächsten Reihe und ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, bis ich den ersten Band beendet hatte, dass es eine Reihe ist. Ich dachte, es wäre ein Einzelband, bis ich dann auf der letzten Seite gelesen habe, die Geschichte geht weiter, Band 2 dann und dann in den Buchläden. Und zwar ist es Familie Grace, der Tod und ich. Ist so eine mystische Geschichte, so ein bisschen mit Magie oder auch nicht. Das ist halt die Glaubensfrage in diesem Buch. Das, was enthüllt werden muss, hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, ich dachte, es wäre ein Einzelband. Hätte mir auch gereicht eigentlich, aber tatsächlich wird es eine Fortsetzung geben. Und da mir Band 1 ganz gut gefallen hat, werde ich die wohl auch lesen. Dann hätten wir noch Shadow Dragon. Ja, auch gerade erst gelesen. Erste Band einer Trilogie. Fand ich total genial und freue mich auf Band 2, der jetzt irgendwann demnächst erst erscheint. Und dann habe ich hier noch Aufbruch. Das ist die Partials Trilogie. Band 1 habe ich jetzt gerade gelesen. Band 2 und 3 werde ich mir vermutlich als E-Book zulegen, es sei denn, ich sehe die demnächst mal irgendwie gebraucht oder als Mängelexemplar. Weil so neu als Hardcover gibt es die halt nicht mehr. Ist auch schon eine recht alte Reihe. Von daher muss ich mal schauen, wie genau ich das mache. Aber auf jeden Fall möchte ich weiterlesen, wenn mir Band 1 gut gefallen hat. 4 Bücher haben wir für dieses Video noch. Das nächste ist Mystic City. Auch davon habe ich bisher nur den ersten Band gelesen. Der hat mir aber gut gefallen. Ich kann mich allerdings mittlerweile gar nicht mehr so gut dran erinnern. Das ist sehr, sehr schade, weil ich werde wahrscheinlich den ersten nochmal lesen müssen, bevor ich Band 2 und 3 lese, weil es echt schon eine Weile her ist und irgendwie hat mich meine Erinnerung daran total im Stich gelassen. Ich weiß aber, dass es mir gut gefallen hat. Da bin ich mir noch sehr, sehr sicher, sonst hätte ich mir ja auch nicht vorgenommen, die Fortsetzung zu lesen. Und ja, von daher kann ich aber jetzt, was den Inhalt angeht, nicht mehr so viel sagen.
Es ist auf jeden Fall auch Fantasy. Es geht um Magier, die aber, glaube ich, verachtet werden und in den Slums wohnen. Und unsere Protagonistin ist aus gutem Hause und hat aber irgendwie Kontakt zu einem Magier, was aber halt gar nicht sein dürfte irgendwie. Ja, mehr weiß ich echt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, werde ich das dann wohl nochmal lesen, bevor ich Teil 2 und Teil 3 lese. Die habe ich aber immerhin schon hier. Ein Buch, was mich total begeistert hat, war Bannwald. Deswegen ist auch hier wieder das Problem, ich habe Teil 2 noch nicht gelesen, weil ich Angst habe, dass er mir nicht so gut gefällt wie der erste und ich dann enttäuscht bin. Aber ich habe jetzt gerade erst gehört, in mehreren Kommentaren, dass der zweite Band wohl richtig gut sein soll. Von daher werde ich ihn mir vielleicht doch demnächst mal vornehmen. Beziehungsweise, was heißt vielleicht, auf jeden Fall. Aber, ja. Jetzt bin ich ein bisschen motivierter, sage ich es mal so. In Bannwald geht es um zwei verfeindete Clans. Der eine unterdrückt den anderen und unsere Protagonistin gehört halt zu dem friedlicheren Clan, gerät aber dann auf das Gelände des bösen Clans, sage ich mal. Und normalerweise bedeutet das den Tod, doch derjenige, der sie halt findet, lässt sie laufen. Und ja, was dann im Weiteren passiert, müsst ihr selbst lesen. Ich habe es total geliebt. Ich mochte auch einfach diese Atmosphäre in dem Buch total. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf Band 2. Mit der nächsten Reihe habe ich wieder so ein bisschen das Problem, dass man, ich glaube, Band 3 nur noch als E-Book kriegt. Und zwar ist es Von der Nacht verzaubert. Da geht es um ein Mädchen, das mit ihrer Schwester nach dem Tod ihrer Eltern zu den Großeltern nach Paris zieht, glaube ich. Und dort immer wieder auf einen Jungen trifft. Und irgendwas scheint mit ihm nicht zu stimmen. Sie kommt aber auch nicht dahinter, was. Aber sie begegnet ihm immer wieder. Auf dem Klappentext steht viel, viel mehr. Ich würde euch raten, lest euch den Klappentext nicht durch, weil dann ist diese Überraschung, was er ist, halt total weg. Und das macht in der ersten Hälfte des Buchs einfach die ganze Spannung aus. Von daher lest euch den Klappentext nicht unbedingt durch. Mir hat das Buch gut gefallen, sogar besser, als ich es erwartet hätte. Ich bin sehr lange drum rumgeschlichen. Und ja, das ist noch nicht so lange her, dass ich es gelesen habe. Von daher, ja, Teil 2 wartet jetzt schon noch nicht ganz so lange. Und Teil 3 gibt es, glaube ich, wie gesagt, nur noch als E-Book. Da müsste ich dann auch mal gucken. Ist halt schade, weil man sie dann nicht alle im Regal stehen hat am Ende. Ne? Das ist immer ein bisschen traurig. Und bei der letzten Reihe für dieses Video ist das Problem, dass sie nicht vollständig übersetzt wurde, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht vollständig verlegt im Original. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie wurde nicht vollständig verlegt. Es gibt auch im Englischen nur 2, obwohl es eigentlich 3 sein sollten. Und zwar ist das Feuer und Flut von Victoria Scott. Wobei ich irgendwie auch mal gehört habe, dass sie angeblich in einem Interview gesagt hätte, dass sie jetzt doch noch weiterschreibt. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Band 2 schon hier. Und werde ihn auch lesen, auch wenn dann halt kein Dritter mehr kommt, weil ich einfach neugierig bin und mir Band 1 sehr, sehr gut gefallen hat. Hier geht es auch um eine Art Wettkampf. Wo am Ende ein großer Preis winkt. Dieser Wettkampf führt durch Wüste, Meer, Berge und Dschungel. Und Taylor, die Protagonistin, nimmt halt daran teil, irgendwie um ihren Bruder, glaube ich, zu retten. Genau. Und jeder ist halt also auf sich allein gestellt und muss Aufgaben lösen und sich halt da durch dieses Gelände schlagen und bekommt aber ein genetisch verändertes Tier, einen sogenannten Pandora, zur Seite gestellt. Ich fand Teil 1 richtig cool. Ich fand vor allem diesen Aspekt mit den Pandora richtig genial. Und ja, werde wie gesagt auch auf jeden Fall Teil 2 lesen, auch wenn ich dann ja ewig auf Teil 3 warte, weil der vielleicht nicht mehr kommt. Das war wieder ein Teil meiner angefangenen Buchreihen. Ein Video folgt noch mit ungefähr noch mal genauso vielen Büchern. Und dann haben wir das Thema auch erledigt. Ich merke auf jeden Fall, während ich das Video hier so drehe, dass es so viele Reihen gibt, wo ich mich aufs Weiterlesen freue, und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Wenn ihr welche der Reihen schon gelesen und auch beendet habt, dann schreibt mir sehr, sehr gern, wie sie euch gefallen haben. Werden sie besser mit den Folgebänden oder sind die Folgebände eher nicht ganz so gut? Schreibt es mir. Ihr findet sonst alle Bücher wieder wie unten in der Infobox. Und ja, dann war es das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Thank you.